So, jetzt läuft's. Im Winter fliegen die trockenen Blätter in der Luft rum. Es hört gleich auf zu schneien, dann wird das Wetter wieder besser. Du Kohle in den Ofen, dass die Milch bald zu kochen aufhängt. Der gute alte Mann ist mit dem Pferd durchs Eis gebrochen und in das kalte Wasser gefallen. Er ist vor 4 oder 6 Wochen gestorben. Das Feuer war zu stark. Die Kuchen sind ja unten ganz schwarz gebrannt. Er isst die Eier immer ohne Salz und Pfeffer. Die Viehs tun mir weh. Ich glaube, ich hab sie durchgelaufen. Ich bin bei der Frau gewesen, habe es ihr gesagt. Und sie sagte, sie wollte es auch ihrer Tochter sagen. Ich will es auch nicht mehr wieder tun. Ich schlag dich gleich mit dem Kochlöffel um die Ohren, du Aff. Wo gehst du hin? Sollen wir mit dir gehen? Es sind schlechte Zeiten. Mein lieb Kind bleibt hier unten stehen, die böse Gänse beißt dich tot. Du hast heute am meisten gelernt und bist artig gewesen. Du darfst früher nach Haus gehen als die anderen. Du bist noch nicht groß genug, um eine Flasche Wein auszutrinken. Du musst erst noch etwas wachsen und größer werden. Geh, sei so gut und sag deiner Schwester, sie soll die Kleider für eure Mutter fertig nähen und mit der Best reinmachen. Hättest du ihn gekannt, dann wär's anders gekommen und es geht besser um den Steh. Wer hat mir meinen Korb mit Fleisch gestohlen? Er tat so, als hätte es ihn zum Dreschen bestellt. Sie habe es aber selbst getan. Wem hat er die neue Geschichte erzählt? Man muss laut schreien, sonst versteht er uns nicht. Wir sind müde und haben Durst. Als wir gestern Abend zurückkamen, da lagen die anderen schon im Bett und waren fest am Schlafen. Der Schnee ist diese Nacht bei uns liegen geblieben, aber heute Morgen ist er geschmolzen. Hinter unserem Haus stehen 3 Äppelbäumchen mit roten Äppelchen. Könnt ihr nicht noch ein Augenblickchen auf uns warten? Dann gehen wir mit euch. Ihr dürft nicht solche Kinderei treiben. Unsere Bärsche sind nicht sehr hoch. Die euren sind viel höher. Wie viel Pfund Wurst und wie viel Brot wollt ihr haben? Ich verstehe euch nicht. Ihr müsst ein bisschen lauter sprechen. Habt ihr kein Stückchen Weißsei für mich auf meinem Tisch gefunden? Mein Bruder will sich zwar schöne neue Häuser in eurem Garten bauen. Das Wort kam ihm vom Herzen. Das war recht von ihnen. Was sitzen da für Vögelchen oben auf dem Mäuerchen? Die Bauern hatten 5 Ochsen und 9 Kühe und 12 Schäfchen vor das Dorf gebracht. Die wollten sie verkaufen. Die Leute sind heute all draußen auf dem Feld und mähen. Geh nur, der braune Hund tut dir nichts. Ich bin mit den Leuten dahin über die Wiese ins Korn gefahren.